Also die drängendsten Fragen für mich waren die, warum wird in Bayern so schleppend ermittelt und warum werden nicht rascher strukturelle und personelle Veränderungen hier in Bayern vorgenommen? Die Berichte der Bundesärztekammer und auch der Mühlbacher Kommission liegen vor. Es ist gehandelt worden, aber in meinen Augen ist zu langsam gehandelt worden. Wenn Sie davon ausgehen, dass 2500 Personen auf ein Organ warten, dann kann man sehr wohl politisch Druck auf die Bundesärztekammer ausüben und das ganze Verfahren ein bisschen rascher beschleunigen. Ich meine, im Interesse der bayerischen Patienten ist es wichtig, dass wir auch die Daten, die die Bundesärztekammer teilweise vorgelegt hat, die die bayerischen Kliniken betreffen, dass die veröffentlicht gehören, auch wenn sie persönlich und vertraulich sind. Aber im Interesse der 2500 Patienten muss man rasch handeln. Und da gehören strukturelle Konsequenzen und personelle Konsequenzen dazu.